Abgeordnete Frau Schmidberger, ich bitte noch mal um Entschuldigung für das Überspringen. Die Wortmeldung ist schlichtweg hier nicht eingetragen worden. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Kann mal passieren, kein Problem. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mieterinnen und Mieter, gemeinsam mit der Fraktion Die Linke und der Piratenfraktion bringen wir heute diesen dringlichen Antrag zum Schutz der Mieterinnen und Mieter gegen die GSW ein. Dazu wurden wir leider veranlasst, dass sich der Senat bei diesem Thema seiner Verantwortung vollkommen entziehen will. Es gibt zwei dringliche Gründe für diesen Antrag. Erstens, nachdem der Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr zwei Anhörungen zu den Folgen der Privatisierung der GSW durchgeführt hat und dort massive Vertragsverletzungen durch die GSW sichtbar wurden, ist es dringend geboten, endlich zu handeln und den Mieterinnen zu helfen. Die können nämlich am wenigsten für die augenblicklich hochprekäre Situation. Zweitens, viele Mieterinnen und Mieter in den Wohnungen rund um das Cottbusser Tor sind akut verunsichert und bedroht. Sie werden bei weiteren Mietsteigerungen bzw. den überhöhten Betriebskosten, die ihnen Unternehmen wie die GSW oder Hermes zumuten, bald aus ihrem angestammten Kiez wegziehen müssen. Deshalb betreiben die Betroffenen seit fast drei Wochen ein 24-Stunden-Protestcamp und werden nicht locker lassen, bis der Senat eine sozialverträgliche Lösung findet. Wir unterstützen die Initiative von Cotti und Co. ausdrücklich, da der Senat bisher nichts unternimmt. Und das ist wirklich schändlich. Aber kommen wir mal zurück zu den beiden Anhörungen. Eine dritte soll es ja nach den Ferien geben, was ja auch schon ziemlich absurd ist, aber okay. Bei der ersten Anhörung haben Mieterinnen und Mieter von fehlenden Instandhaltungen der Wohnung oder von Weiterverkäufen einiger Häuser ohne Information der Betroffenen berichtet. Da gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Beispiele. Und Sie, der Senat, sind noch nicht mal bereit, das eigenständig zu prüfen. Und Sie haben es sogar abgelehnt, einen sachlichen Berichtsbeschluss des Ausschusses mitzutragen, der lediglich das schädliche Verhalten der GSW kritisiert und das dem Parlament zur Kenntnis geben will. Na, danke schön. Das ist also Mieterschutz nach Wowereitscher Art. Darauf kann die Stadt echt verzichten. Ach ja, was haben Sie denn genau stattdessen bei der zweiten Anhörung verkündet? Ach ja, Sie haben ein Gespräch geführt mit der GSW. Ah ja, und da wurde Ihnen von der GSW dann berichtet, dass alles in Ordnung ist. Na prima, dann können wir ja gleich hier alle nach Hause gehen. Das ist also Ihr Verständnis von verantwortungsvollem Handeln. Sie wollen die Sache nicht mal eigenständig prüfen. Auch wollen Sie die Mieterinnen und Mieter nicht über Ihre in dem Kaufvertrag festgelegten Mieterschutzrechte informieren. Also, was haben Sie zu verbergen? Oder ist Ihnen die Sache einfach nicht so wichtig? Das würde ich gerne mal wissen. Ihr Verhalten versteht keiner da draußen. In den Häusern der GSW ist wirklich teilweise eine dramatische Situation zu beobachten. Die Leute haben keine Zeit, keine Nerven und kein Geld mehr. Sie wollen einfach in ihren Wohnungen in Ruhe leben. Und ich finde, da haben sie auch ein Anrecht drauf. Sie, Herr Müller, sagen, es gibt kein Recht auf Innenstadt. Aber vor 20, 30 Jahren wollte keiner am Cotti leben. Das neue Kreuzberger Zentrum sollte laut der CDU ja sogar mal abgerissen werden. Die Leute haben sich da ihr Leben aufgebaut und jetzt, wo die Nachfrage und der Druck steigen, sollen die Einkommensschwachen einfach aus der Innenstadt verschwinden. Das ist also Ihr Verständnis von einer prosperierenden Stadt. Wir wollen das nicht. Auch Menschen mit wenig oder keinem eigenen Einkommen haben ein Recht in dieser Stadt, ja auch in der Innenstadt zu leben. Sie als Senat hatten zweimal die Chance, dass Sie sich auf Seiten der Mieterin stellen, dass Sie Ihre Fehler von damals bei der GSW-Privatisierung endlich gut machen. Das hier ist jetzt Ihre dritte Chance, also nutzen Sie sie. Der rechtsfreie Raum GSW muss endlich kontrolliert und vor allem reguliert werden. Danke. Vielen Dank, Frau Schmidberger. Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Frau Spranger. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, herzlichen Dank für diesen aussagekräftigen Unfug, den Sie jetzt hier geredet haben, denn die Stadt kann gut und gerne auch auf Sie verzichten. Wir haben sehr klar im Ausschuss Ihnen dazu etwas gesagt. Der Senator hat sehr, sehr klare Worte dazu gefunden, dass der Vorstand nicht anwesend war. Ich habe einen Senator kaum so erlebt wie in dieser Bauausschusssitzung, wo er gesagt hat, dass es natürlich eine Sauerei ist,
dass sich ein GSW-Vorstand nicht erdreistet, ein Parlament nicht ernst zu nehmen. Und ich will Ihnen eins sagen, der Herr mit den blauen Haaren. Ich will Ihnen mal sagen, wenn Sie sich hier herstellen und so tun, als ob Sie die Mieterpartei sind, was soll denn das? Sie wussten nicht mal, wie Parlament geschrieben war, als wir schon Mieterpolitik gemacht haben. Das kann alles nicht wahr sein. Und ich will Ihnen noch was sagen. Wenn Sie hier so tun, als ob nur Sie die mieterfreundlichen Parteien sind. Wir sind vor Ort, unsere Abgeordneten sind dort und sprechen mit den Mietern. Ich selber habe mir die Häuser angeschaut. Da habe ich von Ihnen keine Spur gesehen. Aber machen Sie es und dann werden wir mal gucken, wie wir weitermachen. Das Wort zu einer Kurzintervention hat die Abgeordnete Frau Schmidberger. Also liebe Frau Spranger, wenn Sie doch so die tolle Mieter- und Schutzpartei sind, dann frage ich mich, warum stimmen Sie denn dem Antrag heute nicht zu? Und warum haben Sie denn im Ausschuss letztes Mal nichts Verbindliches verabredet, um endlich mal die GSW an die Zügel zu nehmen? Das ist doch der Punkt hier. Ich meine, Sie erzählen uns irgendwie, Sie sind bei den Mieterinnen und Mietern vor Ort. Davon wissen die eigentlich Betroffenen aber nichts, wenn man mit denen mal redet, ja? Die haben Sie bisher nicht vor Ort mal gesehen, ja? Sie geben auch schon fast damit an, dass Sie die Verträge mitverhandelt haben beim letzten Mal im Ausschuss. Ja und haben da so ein paar Fehler zugegeben. Aber was folgt denn daraus politisch? Was gibt es denn für eine Konsequenz Ihrerseits? Sie sagen mir, Sie hätten mit der GSW geredet und das ist alles super in Ordnung. Das ist also politisches Handeln der SPD. Das ist Mieterschutz. Na, vielen Dank. Also darauf können wir wirklich verzichten. Ich meine, Sie müssten jetzt bitte zum Schluss kommen. Ja, deswegen. Also wir brauchen hier keine Lippenbekenntnisse. Wir brauchen auch keine Wahlkampfreden von Herrn Müller im Ausschuss, sondern wir brauchen Handeln. Und deswegen stimmen Sie jetzt diesem Antrag zu. Vielen Dank.